Ich liebe es morgens in eine saubere Küche zu kommen. Hier habe ich schon für ein Frühstück alles hingestellt, also gestern Abend. Und Adrian setzt sich abends immer sein Müsli schon an. Ich mache das morgens. Und Findus isst gerade. Und ja, hier ist auch alles sauber. Gestern Abend habe ich schon Linsen angesetzt. Da machen wir heute eine braune Linsensuppe. Und ich mache jetzt mein Müsli und Frühstück. Ich nehme euch da jetzt mal mit. Ich mache mein Müsli eigentlich fast immer sehr gleich. Mein Müsli ist immer auf Amaranth-Basis. Ich finde Amaranth super lecker. Und zum Amaranth mache ich dann noch ein paar Chiasamen, Sesam und Kakaonips, Hanfsamen und Dattelwürfel. Ich mische dann das alles mit Hafermilch und noch etwas Wasser. In mein Müsli kommen dann noch gerne getrocknete Früchte, wie zum Beispiel Mangowürfel oder Aranyabeeren und Nüsse. Und diese ganzen Früchte und Nüsse bekomme ich in Großgebinden, in Bioqualität und auch in nachhaltigen Verpackungen. Ich lasse mein Müsli gerne erstmal etwas aufquellen und stelle es deswegen zur Seite und dann schmeckt es auch mega lecker. Ich nehme jeden Morgen auch B12-Tropfen und alle paar Tage Vitamin D. Ich trinke sehr gerne morgens einen Kaffee und mahle mir die Kaffeebohnen immer per Hand mit meiner Mühle. Und ich liebe diese Routine so sehr. Ich trinke zudem morgens auch beim Zubereiten meines Frühstücks schon mehrere Tassen Wasser, damit ich genug Flüssigkeit schon im Körper habe. Zu allerletzt kommt dann noch Obst auf mein Müsli und ich mache da zum Beispiel auch gerne Bananen rauf. Und ich achte darauf, dass die immer sehr reif sind. Also sobald die so braune Flecken hat, dann schmecken die sehr köstlich. Adrian macht sein Müsli schon abends, damit die Samen lang genug einweichen. Das ist besser. Wie lange brauchen die Chia? Chiasamen wohl 2 Stunden und Leinsamen angeblich 8 Stunden. Genau. Bei mir ist nur Chia drin, so dass ich morgens nur ein paar Löffel esse und das eigentlich nach 2 Stunden erst esse und dann ist es richtig schön eingeweicht. Das Wasser in unserem Krug mische ich sehr gerne auch mit Ingwer. Und dann gieße ich das mit heißem Wasser auf und das kühlt ab und dann ist das ein sehr leckeres Ingwerwasser und ich mag das sehr, sehr gerne. Ich muss noch sehr viel an Buchhaltung die ganze Zeit machen und ich hoffe, dass ich heute mal noch den restlichen großen Teil erledige. Ich habe mir jetzt hier eine schöne Kerze angemacht, Kaffee und Wasser und beginne jetzt mit der Arbeit. Wir haben gestern Linsen eingeweicht und jetzt gibt es Suppe und hier blubbert sie vor sich her und sieht so fein aus. Ich freue mich richtig drauf. Und
diesen Teller kriegt jetzt der Adrian. Mm, danke. So, jetzt zeige ich nochmal die Suppe. Ich gehe mal kurz darauf ein, was da drin ist. Da sind braune Berglinsen drin. Zucchini, ein ganzer Lauch, Knoblauch, Ingwer, Chili, Möhre und Sellerie. Ne? Dann kommt danach noch Salz und Essig ran und noch die restliche Zucchini. Ich habe euch vor einiger Zeit mal gefragt, was für Fragen ihr zur Selbstständigkeit habt. Und ich nutze jetzt mal die nächsten Aufnahmen, die ich hier uns bei der Arbeit gefilmt habe, um euch diese Fragen mal ein paar zu beantworten. Und zwar war die erste Frage, kann man davon gut leben? Ich habe mich ja vor 2 Jahren selbstständig gemacht und in den ersten Monaten konnte ich nicht davon leben, war aber in der Situation, dass ich zu meiner Mutter gezogen bin und deswegen keine Miete zahlen musste und dementsprechend sehr niedrige Kosten hatte und deswegen davon leben konnte. Also es wurde jeden Monat mehr und konnte dann davon jeden Monat besser leben sozusagen. Der Adrian hat jetzt Teefilter genäht, Brotbeutel, Putz und Schrubbtücher. Und ich habe ich habe noch ein paar Schrubbtücher ausgeschnitten und Putzschwämme. Die nächste Frage ist, von der Idee bis zum Start des Shops, wie lange hat es gedauert? Also die Idee war schon sehr lange in meinem Kopf, dass ich Interesse hätte, mich selbstständig zu machen. Aber als ich die Idee hatte, was es ist, das war damals im November, vor über 2 Jahren. Bis zu dem Moment, wo der Shop online ging, waren 5 Monate vergangen. Also ich habe 5 Monate dann richtig aktiv rein investiert, mich eingelesen und mich mit der Selbstständigkeit beschäftigt. Und die nächste Frage ist, hast du einfach gehofft, dass es klappt, vorher gespart und kennst du einen Trick? Also ich habe wirklich einfach gehofft und versucht. Ich habe nicht vorher gespart. Es war so, dass ich gerade ziemlich knapp bei Kasse war. Ich hatte nur noch 600 Euro und diese 600 Euro, die ich noch hatte, habe ich alles in meinen Laden reininvestiert. Und als ich online ging an dem Tag, hatte ich 0 Euro. Also ich habe mit dem letzten 10 Euro, glaube ich, noch Versandboxen gekauft. Und ich war komplett pleite zu dem Moment und habe auch in der ersten Zeit dann das Glück gehabt, dass Adrian das Essen eingekauft hat. Ja, der Trick ist, würde ich sagen, wag es und versuch in der Anfangszeit ja, andere Wege zu finden, wie du klarkommst sozusagen, aber einfach dranbleiben, mutig sein und das zu machen, was, wofür du brennst. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Die nächste Frage ist, wann weiß ich, ob der Schritt gekommen ist, um meinen alten Job zu kündigen? Also, ich würde sagen, bei mir war es damals so, dass ich mich auf einen Job beworben habe und habe dann einfach gemerkt, das ist es nicht, was ich tun möchte. Und habe dann in diesem Moment gemerkt, ich habe nur noch diese 600 Euro, entweder mache ich es jetzt oder gar nicht. Und dann aber Vollgas zu geben in dem, was du dann tun möchtest mit deiner Selbstständigkeit. Ja, ich packe gerade eure Bestellungen. Und hier geht das Reinigungshelfer-Set los. Es besteht aus 3 Klassik-Putzschwämmen, einem Putz- und Schrubbtuch und einem Küchentuch. Und es wird alles plastikfrei verpackt und es sind alles von uns gemachte Kärtchen. Ich schreibe auch immer einen kleinen Gruß, ich decke mal den Namen ab, wo ich immer noch mal ein paar Worte schreibe. So, hier macht sie auch eine schöne Bestellung auf dem Weg. Und zwar das Reinigungshelfer-Set mit dem Brotbeutel aus 100% Hanf. Dazu ein Nussmilchbeutel aus Leinen, ein Teefilter aus Leinen. Dann hier habe ich Naturzopfgummis, die aus Naturkautschuk-Gummiband sind und ein Zopfgummi mit Leinen. Ich benutze immer so kleine Kleberdinger, um dann das nochmal einzupacken und auch mehr zu schützen für die Reise. Und es macht sich hier ein Putzschwamm-Klassik auf den Weg. Ich habe wieder Kerzen an. Und dusche jetzt.
Übrigens, falls ihr euch wundert, warum hier kein Duschfach mehr ist, also ich dusche immer im Hocken und brauche das deswegen nicht. Und ich möchte so ein Plastikding nicht haben und deswegen passt das für uns beide super. Ich benutze immer so Seifenstücke, eins für den Körper und eins für die Haare. So, ich bin fertig. Ich mache mal eben Licht an, damit ihr mich auch seht. So, also ich habe fertig geduscht und ein neues Outfit an. Das wollte ich euch auch demnächst dann mal zeigen. Genau, weil ich kriege von vielen die Frage, ob ich mal meine Kleidung zeigen kann. Und ja, das ist so eine Planung, das Video, und ich werde das bald machen. Ich wollte das alles noch ein bisschen mehr so perfektionieren. Und irgendwie ist das bisschen aufwendiger, das alles so fertig zu machen. Dann möchte ich, dass schönes Wetter ist, und das werde ich euch bald drehen und auch natürlich zeigen. Hier schon mal ein Outfit. Ihr Lieben, ich werde jetzt meine erste Rauhnacht machen. Und zwar ist es der 21., es ist Montag. Und ich habe mir jetzt eine Kerze angemacht, ein Duftstöfchen, da habe ich ätherische Öle reingemacht. Ich habe mir Öl hingestellt, weil vielleicht werde ich mir die Füße oder was massieren, mal schauen. Und mein Notizheft mit Stift. Und da schreibe ich mir ein paar Intentionen auf fürs Jahr 2021. Ich habe vor, ein paar Intentionen mir aufzuschreiben fürs Jahr 2021. Ich mag die Zeit total gerne, um ein bisschen zu reflektieren und in sich reinzufühlen und ja, schon ein paar Dinge im Kopf zu haben, die man im nächsten Jahr machen möchte. Und ich habe hier die Wolldecke wieder ausgebreitet, darauf mache ich ja Yoga. Und ich werde das Ganze erst mit einer Yoga-Session einleiten und meditieren und dann in mich reinspüren. Genau. Dazu gibt es Tee. Das habe ich gar nicht gezeigt, ich habe eine Kanne. Ja, und ich wollte euch da nur mal diesen Impuls geben, weil vielleicht macht ihr auch sowas zum Ende des Jahres, und ich wollte einfach euch nochmal zeigen, wie ich das mache. Und ich liebe das, in den letzten Tagen des Jahres dort zu reflektieren. Ich denke, daraus ist bei mir auch häufig was gewachsen, weil ich mir da irgendwelche Vorsätze genommen habe und die angegangen bin und es geschafft habe. Und ich reflektiere das letzte Jahr, was habe ich von den Vorsätzen vom Jahr davor geschafft und wie ist das alles so gelaufen, und das motiviert mich immer total. Rauhnacht ist sozusagen jetzt für mich getan, und ich habe jetzt eine Yoga-Session gemacht, eine Stunde, und es tat mega gut. Ja, und meine Intention auch fürs nächste Jahr, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist Yoga, dass ich mich da mehr ausprobiere und meinen Körper mehr dehne, ausdehne und verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel am Wochenende zum ersten Mal einen Kopfstand ausprobiert mit Adrian, und er hat mir Hilfestellung gegeben und mich ein bisschen gehalten. Und sowas möchte ich nächstes Jahr viel mehr machen. Und genau solche Intentionen habe ich mir dazu gerade aufgeschrieben. Also das ist meine erste Intention, und daran wollte ich euch mal eben teilhaben lassen. Und jetzt gehe ich raus, weil der Findus ist ein bisschen unruhig. Der liegt hier vor mir. Und ja, das war es auch schon für mich. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was zu den Rauhnächten sagen. Also der 21. Dezember ist der dunkelste Tag im Jahr. Und jetzt sind 12 Nächte relativ dunkel, bis das Jahr zu Ende ist. Und ja, man kann da
sich gern ein bisschen Zeit nehmen für sich, reflektieren und sowas. Genau. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, was ich damit meinte. Ja, jetzt gehe ich raus. Ich wollte euch kurz mal was zeigen. Wir machen jetzt zur Weihnachtszeit auch Yoga zusammen und wir feiern zu viert Weihnachten. Ich bin bei meiner Mutter und genau, ich habe sie jetzt alle motiviert und habe schon alles aufgebaut. Und ich hoffe vom Herzen, dass ihr wundervoll ins neue Jahr gekommen seid und ich wünsche euch fürs Jahr 2021 einfach das Allerbeste und genießt das Jahr und ja, geh deine Projekte an, was dich begeistert und mach das. Und ich wünsche dir alles Liebe. Also macht's gut und bis zum nächsten Video.